Und damit herzlich willkommen bei einem neuen Video in der Testzone. Ich teste heute mit euch das Spiel Project Nightmares. Ein Early Access Titel, der heute am 1. Juni 2018 auf Steam erschienen ist, kostet 10,79 € und ja, verspricht scheinbar sehr gruselig zu sein von den Bildern her, und so fand ich das schon sehr gruselig mit der Kerze in der Hand. Okay, der Link dazu ist natürlich in der Beschreibung. Und ja, ich bin nicht so der Horrorspieler, muss ich zugeben. Ne? Mal gucken, vielleicht könnte das ein längeres Projekt werden. Das Ganze ist ziemlich interessant gestaltet. Das ganze Spiel heißt ja komplett Case 36, Henrietta Catward. Ich glaube, das basiert auf einer wahren Begebenheit oder einer fiktive, ich weiß es nicht. Ja, und ist so eine Horror-Lady mit einer dunklen Vergangenheit. Das Ganze ist aber prozedural Struktur of Unique Scares. Also es passiert nicht immer dasselbe. Du könntest das Spiel teilweise, also nicht teilweise, du könntest das Spiel immer wieder neu starten und es würde immer wieder andere Effekte eintreten, was ich sehr, sehr interessant finde. Außerdem guckt die Puppe auf den Mauszeiger. Die Puppe alleine ist schon gruselig genug. Gut, ich zeige euch nochmal kurz die Option. Das sieht so aus, wir können nicht auf Deutsch stellen, leider. Alle möglichen Sprachen sind da, aber nicht das. Gut, ich hoffe, wir müssen nicht viel lesen. So, ich gehe jetzt einfach mal auf ein Spiel. Wir gucken uns das mal an. Ich habe echt noch nicht reingeguckt. Es ist für mich doch eher überraschend, was jetzt passieren wird. Was heißt eigentlich Case 36 oder Chase 36? Also 36, ich weiß es gar nicht. Press any key to continue. Oh, das ist so gruselig. This is an early access game and the code contained bugs. The finished version, blablab. So, gut. Oh, ich darf mich schon bewegen. Find the door that protects the mysterious evil energy. Also ich soll die Tür finden mit der teuflischen Energie. Also das ist jetzt schon eine Ingame-Grafik. Also gefällt mir, muss ich jetzt schon sagen. Wie soll man sagen, steuert sich schwammig, wird aber wahrscheinlich hier ganz gut reinpassen. Na, vor allem die Kerze, die ist so, die ist nicht statisch. So. Also ich kann normal laufen. Ich habe sogar Beine. Wow, ich habe einen schicken Anzug an. Und das sehen wir hier so an der Wände. Ist auf jeden Fall eine sehr gut, sehr hell leuchtende Kerze. So starten wir. Das Ganze wird, wenn ich es richtig verstanden habe, in Episoden aufgebaut. Das ist ja bei vielen Horrortiteln mittlerweile so. Vor allen Dingen bei Early Access Titeln, dass ja, die erste Episode dann zu spielen ist. Und dann ein paar Monate später oder ein paar Jahrhunderte später kommt dann die nächste Episode. Mal gucken, wie sich das hier gestalten wird. Ich habe nämlich gar keinen blassen Schimmer. Also das ist ein Buch. Ich drück mal E, Maus. Okay, ich habe die Maustaste gedrückt. Henrietta Catward's Diary. Oh, und das gleiche Tagebuch gefunden. Das sind Sachen, die sollte man natürlich lesen. Nachlesen eines Buchs über Zauber oder Hexenkraft, also Hexenzauber. Okay, das reicht mir schon als Information. Exit. So. Ich gehe weiter. Ihr könnt ja, wenn ihr sowas lesen wollt, und vor allem, wenn ihr es lesen könnt, weil Englisch ist nicht so meine Hauptsprache. Dann könnt ihr da Pause drücken, ne? Und dann macht das, brauche ich nicht sagen, das wisst ihr selber. War eigentlich was drin, ne? Also, ihr seht, wir haben so ein Hand-Touch-Symbol. Aber das hat überhaupt keine Bewandtnis, was da drin ist. Nimm das Messer, nimm das Messer. Grafisch gefällt es mir. Briefe. Das zieht so nach. Also wie gesagt, schwammige Steuerung mit der Maus. Ich bewege jetzt die Maus ganz schnell hin und her. Was ein nicht so schnell... Das ist ein bisschen gruseliger, so nach hinten zu gucken. Okay. Darf ich noch um Ecken gucken? Eine Kuh oder sowas? Nee. Oh, ich bin nicht so der Horrorspieler. Ich muss es einfach mit... Ich muss es zugeben. Ich habe Angst. Hoffentlich geht die Kerze nie aus. Oh, ein Grammophon. Und eine Spieluhr, die einfach grundsätzlich gruselig sind. Oh, die hat ein Bild von mir an der Wand gehangen. Text. Das ist ja wieder mal ein Spiel, wo man sehr viel gucken kann. Kannst du bitte damit aufhören? Es ist halt ein bisschen wie, als ob man betrunken wäre, ne? Man guckt so hin. Okay. Aber jetzt als allererstes, was mir so auffällt, ist, sind die Gänge wirken sehr unnatürlich, ne? Jetzt haben wir zum Beispiel nicht eine einzige Tür gehabt. Warum sollte man denn so viel Raum verschwenden, ne? Es müsste ja rein technisch hier eine Tür sein. Es ist dann eigentlich nur labyrinthartig. Oder ich hier gerade schon hier, ne?
Oh, eine Map. Nein, Quatsch. Also es liegt immer was drin, aber man kann es nicht nehmen. Tinte. Schon wieder so eine Pergamentrolle. Okay. Also ihr werdet sehen, wenn ich so mache, das fällt hier Gott sei Dank nicht so auf, habe ich mich erschrocken. Ja, mir fehlt das um die Ecke gucken noch ein bisschen. Ach guck mal, da kommt mal meine Tür, ey. Interessant. Ja. Ich habe keine Ahnung, was wir... Ach guck mal, da sind noch mehr Schubladen, ne? Wenn da nichts drin ist, was ich gebrauchen kann, dann verstehe ich den Sinn dieser Dinger nicht. Boah, das ist echt komisch. Ich habe jetzt schon das Gefühl, ich wäre im Kreis gelaufen. Schickes Bild. Das wäre so eine Rolle, die nichts sagt. Wie, was für ein Bild? Wer will denn sowas an der Wand haben? Oder sowas? Wer will denn sowas an der Wand haben? Den Graf Dracula hier. Komm, nimm das mit. Ist doch eine Waffe. Okay. Oh, nahezu überraschend. Die Tür ist abgeschlossen. So, rennen. Rennen geht nicht. Das ist fies. Wenn ich 3-4 Bier getrunken habe, bin ich so mutig, da würde ich in echt durch so ein Haus laufen. Aber ohne Bier bin ich nicht mutig. Die Frage ist, gibt es diese, wie heißt die Tante, die Henrietta? Gibt es die hier im Haus? Läuft die hier rum? Was soll sonst der Grusel hier sein? Was ist denn alles abgeschlossen? Willst du mich verarschen? Boah, mir erschrocken, ey, weil ich Tab gedrückt habe, ey. Ich schreibe mir von diesem Find the door that protects this mystery evil energy. Ja, das war ja die Aufgabe. Ich glaube, wir müssen irgendwo einen Schlüssel finden, einfach nur. Das ist ein bisschen komisch, die Tür machst du mit E auf und das machst du damit, mit der Maustaste auf. Wow, ein Buch ist runtergefallen. Zu mysteriös. Hier, da war ich nicht dran. Oh, hier darfst du aber nicht dran im Schrank. Unrealistisch. Will mein Geld zurück. Das ist. Ich glaube, das Spiel ist ausnahmsweise mal auch kein VR-Titel. Oh, ich ahne schon, wo der Schlüssel ist. Na, da sind nochmal 3 Schubladen, die wir noch gar nicht kontrolliert hatten. Leuchtet denn da hinten so herbe? Ja, was lag da? Nix. Klavier. Ach ja, wir sind noch gar nicht mehr da gelaufen. Wir kamen ja von da. Das war der Start. Brüste. Nein, gut. Ist ein Horrorspiel, dürfen wir eh nur Erwachsene gucken. Das darf ich auch Brüste sagen. Außerdem lenke ich mich gerne mit blöden Sprüchen ab. Weil ich ahne irgendwie, dass da gleich was passiert. Da ist eine offene Tür. Ist das eine offene Tür mit... Warum macht die das? Das kann ja nur einer von innen gemacht haben. Ich darf nicht dran. Okay. Also diese Kerze ist mega cool, ey. Sehr stimmungsvoll. Er guckt schon irgendwie automatisch so ein bisschen um die Ecke, wenn man läuft. Ne, man sieht das ja. Könnte das eine Tür mit... Das war so laut, als ob eine Tür neben mir war. Könnte das ein Gang mit einer teuflischen Energie sein, aber es war so blau. Boah, meine Gänsehaut. Ach, du dumme Heizung, ey. Boah. Ganz so prozentual generiert wird das nicht sein, ne? Wenn so ein Buch mal rausfällt. Das kann mal rausfallen, mal nicht, ne? Das ist natürlich mal schon ein Unterschied. Was ist das für ein hässliches Dreirad, ey? Sag mal ehrlich. Follow me. Okay. Genau, follow me hier. So, jetzt guck mal, wie prozentual generiert die Heizung jetzt schon wieder pustet.
Herz, ey. Das ist nicht im Spiegel, das ist mein echtes Herz, was ihr da hört. So, nein, Quatsch. Ich geh jetzt durch diesen Tor hier. You can run, but you can't hide. Also du kannst rennen, aber dich nicht verstecken. Das Ritual auf spirituelle irgendwas, a magic circle with salt and traced. This serves to protect people from evil. Also, achso, das schützt die. Da unten ist Salz und so ein Scheiß. Und deswegen kann das Böse da nicht durch. Das heißt, wenn ich da durchgehe, bin ich dann sicher? Ich bin ja kein, kenn ich das Böse? Ach ne, fängt das Böse erstmal richtig an, scheinbar. Oho, ich gehe wieder zurück. Was habe ich mir denn da wieder für ein Scheißprojekt vorgenommen jetzt hier, ey? Ich mach mal ein bisschen leiser, dann schrecke ich mich nicht so heftig. So. Och, jetzt sieht doch nett an. Wie so ein ganz netter Typ. Henrietta? Oh nein, sie läuft hier rum und ich muss... Oh nein, das ist rot. Das heißt, ich darf da nicht mehr durch. Okay, unser Ziel ist hier zu entkommen, ne? Ist ja klar. Halt schon so gruselig labyrinthisch aufgebaut hier. Labyrinthisch, das ist natürlich kein, das ist ein selbsterfundenes Wort. So, ich muss mich einmal erwischen, dann erwische mich einmal, dann habe ich mich dran gefühlt. Okay, jetzt hält sich die Grenzen. Boah, leck mich an. Das ist nichts für mich, Mann. Das ging aber jetzt, das war jetzt nicht so schlimm. Ich habe mich darauf eingestellt. Was, wir standen von vorne? Gut, dass ich leiser gemacht habe. Gut. Permadeath. Aber die Tür, die sind nur offen. Ja, also die, das ist ja die Türen, sei schon die Schubladen. So. Grafik ist super. Also ich finde, es ist jetzt natürlich nicht das High-End und super, super Grafik. Es ist auch ein Titel, der 10,79 € kostet. Davon ja auch nicht vergessen. Das ist die Tür, die gerade auf war. Jetzt ist sie zu. Na gut, aber wir haben die Schublade noch aufgelassen. Also weit gekommen bin ich ja nicht. Also wir müssen da so stealthig ran rumgehen. Kann ich mich auch bücken oder so? Nee, ne? Kriegen wir auch überhaupt keine... Wow. Der Protect-Sim. Müsst du jetzt, habe ich sie wieder gefunden. Die Frau hat echt nicht mehr alle bei sich, glaube ich. Ich glaube, die läuft einfach random rum und du musst random Glück haben. Ich höre sie. Okay, wir dürfen schneller laufen alleine. Nein! Nein! Boah, ist das eklig! Boah, ist das eklig, ey. Weil er rennt dann von auf einen Schlag schneller. Ich habe die Tür ja schon gesehen gehabt, vorhin, wo wir da lang gerannt sind. Oh, Heidewitzka. Na, aber immer diese Schockelemente da drinnen, ne? Die nerven so ein bisschen, wenn das immer irgendwas aus dem Regal fallen muss, ne? Aber das gehört halt zu Horrorspielen dazu. Aber das Haus wirkt, oder was auch immer das sein soll, wirkt unrealistisch, ne? Also so komische verwinkelte Gänge. Aber ich glaube, das wird die Spielmechanik nicht funktionieren. So, ich glaube, die muss mich erwischen, damit wir rennen können, ne? Sonst können wir nicht rennen. Der rennt nicht von alleine, oder sie. Also ich glaube eher, dass wir ein R sind. Sonst hätte die Frau... Na gut, es gibt heutzutage alles, ne? Los geht's. Also, ich warte mal, bis sie einmal vorbeiläuft. Da weiß ich wenigstens, wo sie ist, ob sie jetzt rechts oder links ist. Kerze nicht ausmachen. Hier sind noch genug Kerzen. Henrietta? Henrietta! Sie läuft doch nicht vorbei. Das sind bestimmt so kleine Passagen. Läuft's doch. Läuft doch darum, Ecke. Boah, ich bin so langsam. Da ist die Tür, von der ich sprach. Wir haben sie ausgetrickst. Oh, diese
Was soll das sein? Also diese Steuerung macht noch ein bisschen Horror dazu, muss ich zugeben. Falsche Key. Es ist oben so dumpf. Oh mein Gott. Nein! Das ist doch unfair. Ich bin nicht hier. Ich bin die Wand. Falsche Key. Willst du mich verarschen? Die rennt hier rum. Ah. Oh nein, das geht auch nach hinten los. Sie darf da nicht rein. Sie darf da nicht rein. Hört ihr das atmen? Oh. Oh. Das schützt hier dieses Gewölbe. Okay. Ja, ich habe noch nie einen Schlüssel gesehen hier. Ich weiß noch nicht, wie die aussehen. Aber ich habe schon mal mit dem einen gesehen. Ja, ich weiß, wie ein Schlüssel aussieht. Na, kein Buchfeld raus heute. Also Türen kann man grundsätzlich hier nicht aufmachen, ne? Ich weiß nicht, also ich vermute, die Kanten hier nicht erwischen, weil wir durch dieses Dings da gegangen sind. Das ist immer dumm, Tim. Konzentrier dich. Okay, lass die mal offen, damit wir wissen, dass wir schon mal da waren. Was ist das denn? Das leuchtet so komisch. Strange Statue. This look like an ancient god. Ja, schön. Sieht aus wie Kraut und Rüben. Oh. Ey, das ist ja ein Ding. Schon mit der abgeschlossenen Tür. Heidewitzka. Das Laufen ist irgendwie gruselig. Na gut, manche Leute stehen voll darauf. Also ich bin schon so ein bisschen Horrorfilm-Fan, muss ich sagen. Aber so als Spiel, wenn das jetzt VR wäre, ich glaube, ich könnte es gar nicht. Fällt schon Schiss. Und die Einrichtung ist auch sehr, sehr seltsam. Hier ist immer alles gleich. Akuts fixe, komm. Ich will dich haben. Sehr dunkler Gang. Kurz weg. Nichts übersehen. Na, Heizung zischt zu. Ah, die Einrichtung gleicht sich schon ganz schön heftig. Es ist bis jetzt lange nichts mehr passiert. Das gleich passiert irgendwas. Komisch. Oh, ein Flasche Wein, hol dir die rein. Dann hast du auch keine Angst mehr. Dann daten wir die Tante. Ist das der Staat? Nein, das ist doch anders. Das ist voll die Sackgasse ist hier. Wer wird denn so ein Haus bauen? Mal im Ernst? Nix, sein Schlüssel hier. Ich hab ihn gar nicht mitbekommen. Oh. Der gute Wein. Hat sogar einen Flecken gemacht. Das ist eine Sackgasse, ne? Ich hab nichts mit Schlüssel. Gut, die soll sich aber immer verändern, die Welt. Dass wenn wir jetzt zurückgehen, wahrscheinlich andere Gänge sind. Aber das werden wir sehen. Wenn die Schubladen alle auf sind, da durfte ich ja nicht dran. Mann. Ich hab mich wie erschrocken jetzt, ne? Was ist das, so ein Windspiel? Nimm die Dose, schlag diese Scheibe ein und scheiß auf das Wetter. Geh raus hier aus dem Haus. Tu dir das doch nicht an. Vor allem mit der Kerze in der Hand, Mann. Okay, waren wieder mehrere Gänge, oder? Nee, Quatsch, da waren wir doch. Da war doch zu. Vielleicht sollte ich auch gar nicht hier hin. Das wäre ja voll gemein. Es ist dunkel.
Also irgendwie haben die hier Probleme mit Schlüsseln. Okay. Hä? Ich hab den Schubladen da aufgelassen. Ja? Timmy hier? Kann ich dran gehen? Für manche jungen Leute, die das Video gucken, ist das gruselig, weil das ein altes Telefon ist. Nein, so eins hatte ich aber als Kind auch nicht. Also so alt bin ich noch nicht. So, jetzt mal gucken, ob sich hier was verändert hat. Das kommt nämlich genau hier. The Gate. Okay, ich lasse mich jetzt erwischen. Wir haben ja den ersten Eindruck schon erleben dürfen. Also sie dürfte rein technisch hier nicht durch. Das ist schon ein bisschen komisch, dass ich hier nichts gefunden habe. Es war ja völlig sinnlos, jetzt hier lang zu laufen. Wo ist er denn? Ich höre sie ja. Er redet nicht, der hat nicht rein. Ich bin doch nicht doof. Hallo. Hey, Su. Aber ich muss doch hier wohl nicht suchen, oder? In den Ecken. Da leuchtet sogar was. Da ist noch ein Gang. Ach du Kacke. Was ist das? Komische Steuerung. Wow, Gänsehaut. Ah! Okay, ich glaube, das reicht erstmal. Hui! Wir sehen uns in der nächsten Folge in der Testzone. Hab da noch ein Horrorspiel tatsächlich. Bis dann.